So Leute, keine Items, Majin Buu Saga Team, let's go. Ihr wisst ja, wie das läuft, was geht ab, grüßt alles, reinguckt. Oder Standardfloskeln, was geht ab, man und die Fighter. No Items Challenge, Majin Buu Saga Team war auf jeden Fall oft gefragt in den Kommentaren des letzten, der letzten No Item Challenge. Wie gesagt, diejenigen, die mitmachen wollen, macht auf jeden Fall mit. Gebt mir eure Bestzeiten durch, gebt mir die Zeit durch, die ihr da geschafft habt, auf jeden Fall. Entweder in den Kommentaren oder auf den Social Media Kanälen, wie ihr wollt, auf jeden Fall. Die, die Bock haben, macht mit. Ansonsten gab es auch ein paar, ja, in den Kommentaren, so sneaky Kommentare habe ich gesehen, ja, dann einer solche geschrieben hat, einer, Resurrect Warrior Teams, und dann so, hey, hey, weil, ja, ich habe ja kein Asian Golden Freezer auf Global, aber kein Ding, wenn ihr irgendein Team sehen wollt, lasst mich einfach wissen, weil Resurrect Warriors oder Hybrid Saiyan beispielsweise kann ich dann auf JP machen, die Stage Boss Rush 5 hat sie auch, da kann man auch ohne Items rein und gut ist, also gebt ruhig eure Vorschläge durch und alles ist gut. By the way, Shoutout an Z-Soul. Z-E-E Soul, denn es ist sein Friend Super Vegito, der ist auf 100%. Wenn mich alles täuscht, hast du mich letztens im Stream angefragt. Und an sich, Freunde, ihr könnt mir wirklich gerne jede eine Freundschaftsanfrage senden. Meine ID bekommt ihr während den Streams durch den Befehl Ausrufezeichen ID Global oder Ausrufezeichen, ja, Majin Vegeta aus der Rotation, genau das wollen wir. GG. Oder Ausrufezeichen, Moment, Freunde. Machen wir das Ganze mal so. IDJP jedenfalls für die japanische ID. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich nehme Friends an zwecks Content. Heißt beispielsweise, heute habe ich einen super Video-Friend gebraucht, habe keinen gefunden in meiner Friend, in den Friendlist. Da habe ich auf meine Anfragen geschaut und da war eben unser Boy Z-Soul drin, der letztens angefragt hat oder mir eine Freundschaftsanfrage gestellt hat. Jeder kann mir wirklich eine stellen, aber ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis, dass ich wirklich die Freunde nur annehmen kann. Zwecks Content eben. Wie gesagt, gerade wenn ich einen Friend brauche, wie heute, dann ist es wirklich geil, wenn da quasi einer ist und den nehme ich dann auch gerne an natürlich. Also, ich hoffe, ihr habt ein Verständnis für, weil ihr könnt wahrscheinlich verstehen, ich kann da nicht jeden annehmen, weil ich eben auf jeden Fall darauf schaue, dass ich zwecks Content dann auch nicht lange suchen muss nach einem Friend. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft in Dokkan Battle. Anyway, hier bekommen wir auf jeden Fall mal keine Ulti, so auch nicht. I love it, man. Ich liebe es, wenn ich keine Ulti kriege. Da triggert bei mir alles im Kopf. Ja, wir sind hier in einer neuen Items-Challenge. Wir wollen hier mal die 20-Minuten-Marke knacken. Aber es soll jetzt auch keine Ausrede sein. Ich zock das Ganze hier auf dem Emulator, Noxplay, Android-Emulator. Und Freunde, vertraut mir, es ist keine Ausrede. Aber bei mir auf dem iPhone beispielsweise läuft das Game auf jeden Fall schneller. Jetzt sagt ihr euch, ja, dann tut es auf dein iPhone, selber schuld. alles gut, aber ihr habt hier keinen Platz mehr, gar nichts mehr. Deswegen kann ich da dann nicht, das nicht drauf tun. Passt schon auf jeden Fall, dass sie auf dem Handy ist. Auf dem Emulator, alles gut. Nur quasi. I love it, man. I love it. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los mit den Keys? Das Game weiß, der will eine No-Item-Challenge machen. Wir geben dir keine Keys. Aber jetzt passt. Naja, am Anfang natürlich nicht. Aber ja, so, falls ich mich gefragt habe. Vertraut mir, Freunde. Vertraut mir. Macht schon ein bisschen Unterschied, wenn man hier quasi auf Zeit spielt. Aber. Gut, ich nehme es da nicht so ernst. Ich will auf jeden Fall hier quasi mal gucken, was beim Majin Buu Saga Team hier zustande ist. Wir setzen natürlich, wie das Name ist, Majin. Alles auf Majin Vegeta. Ja, zwei Dupes hat unser Dude offen. Das wollte ich sagen. Deswegen bin ich echt gespannt, was sie hier drauf haben wird, was sie zeigen wird. Aber ich bin auch ehrlich, ich glaube, Majin Buu Saga ist so ein Team, womit es an sich lange dauern könnte, wegen den Kontern. Von Vegito, ja, weil es so ein Charakter ist, dass du immer kontern musst. Deswegen will ich meine Rotation auf jeden Fall setzen. Die Rotation ist sehr gut, die gefällt mir auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt hier Fetttypen nach der Namen, egal. Aber die zwei Jungs will ich auf jeden Fall zusammenhalten. Super Saiyan 3 und Majin Vegeta. Die gehören auf jeden Fall gut zusammen. Teils gut links, jetzt kommen auf die Ulti, alles solide. Und die andere lassen alle Vegitum in dem Super Vegito. Genau, so ist der Plan, Freunde. Wenn euch das Ganze gefällt. Wenn das Ganze gefallen hat bis jetzt, oh, kein Crit leider. Lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu seid, Freunde, drückt auf den Abo-Button und joint den Hashtag OT-Fightern. Ja, den Fightern, die auf jeden Fall brutale Intros raushauen. Hashtag EOS Productions. Wenn ihr das Sum-Video von Thales nicht gesehen habt, das Intro vor allem, schaut es euch an. Oh my god. Okay. Gut, jetzt haben wir hier natürlich einen nice Typenvorteil mit unserem Boy Vegito und ja, jetzt werden wir gleich merken, also der Friend Vegito wird auf jeden Fall fett reinhauen. Siehst du, wie gesagt, Shoutouts an dich. Meiner hat kein Dupe, da werden wir einen Unterschied sehen, wie das Ganze läuft, wegen den Crit-Kontern. Crit-Konter sind auf jeden Fall richtig geil.
Und wir wissen ja, jedes Mal, wenn Vegito angegriffen wird, bekommt er 10% auf seinen Angriff. Maximum sind 100%. Oh, okay, eine Ulti. Das könnte wehtun. Ich denke jetzt, die Stage vor allem wird am mehr oder weniger am längsten dauern, weil wir hier in einer Rotation Fett-Typen Nachteil haben, die mit Majin Vegeta und Dreifachen Goku. Aber dafür denke ich, werden wir es leichter gegen Majin, Ultimate Gohan haben, weil wir bei ihm eigentlich am längsten gebraucht haben mit den letzten Teams, weil wir keinen Agility-Charakter hatten, beziehungsweise wenige. Jetzt haben wir auf jeden Fall gute Agility-Charaktere. Ja gut, in einer Rotation zumindest. Aber die Rotation wird dann, denke ich, auf jeden Fall reinhauen. Alles klar. Ansonsten seht ihr ja, Vegito bekommt... Oh, warte mal, wir sind No Items Challenge. Ich muss schon aufpassen, wie ich hier alles setze. Was ist das? Wir lassen das Ganze mal so. Wir tun die Rotation hier zerstören. Weil wir haben ja keine Items. Ich kann mich ja nicht healen. Wir müssen schon aufpassen. Ich muss schon aufpassen, wie wir das hier machen. Oh je. Okay. Karotte, nice Crit. Wenn Majin einen Crit raushaut, dann sind wir auf jeden Fall, haben wir gut Schaden gemacht. Ja, HP haben wir, so ist es nicht. Wir haben knapp 500.000 Leben, das ist sehr, sehr gut. Margin 1,9 Millionen, kommt schon. Ein Crit. GG Dupe System. Oh Gott, Ulti. Okay, der Dude will es aber auch wissen, du. Der hat uns zweimal schon geultet. Oh je. Majin Buu Saga Team, No Item Challenge. Ist das überhaupt tauglich? Oh je. Oh, Dudes, ich wollte gerade sagen, ihr habt Dupes, du bist auf 100%. Hau was raus. Edition Ulti, nice, auf jeden Fall National. Oh mein Gott, der ist echt überlebt. Ah, was? Was? Wir haben zwar keine Items, aber ich habe niemals im Leben gerechnet, dass der sich fusionieren, transformieren wird. Niemals im Leben hätte ich damit gerechnet, dass der sich transformieren wird. Wir sind hier schon sehr, ja, ihr seht schon, Freunde. Ich sage immer und immer wieder, vor allem, dass die Transformation von Gohan und Vegeta triggern, ist selten. Aber die neuesten, beziehungsweise, FIFA Gohan kam weitaus vor ihm, aber selbst, ich sag mal, die Dokkan-Events der Katori-Leader, die gehen schon von sich aus locker 6 Runden. Da müsste quasi mal unter 50% fallen. Das ist jetzt passiert. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es transformiert hat in den No-Items-Challenge. Korrekt, nehmen wir an. Aber ihr merkt schon, wir haben echt lange gebraucht für die Stage. Das hat mich auch gewundert. Wir haben schon lange gebraucht für die Stage. Da will ich euch nichts erzählen. Naja, da müssen es eben die Zeit klären. Ich will da keine Ultra-Super-Attack eigentlich auf ihn, weil die hier mehr Schaden macht. Ja, da macht man das Ganze mal so. Oh mein Gott. Ich glaube, mit Majin Buu Saga Team wird es vielleicht sogar am längsten dauern. Ich habe dreifachen Grundex nicht mitgenommen. Ich hätte ihn eigentlich mitnehmen können für Start in Supporter, aber ihr merkt schon, nice Stun. Ihr merkt schon, wenn die Rotationen hier nicht passen, dann fehlt es an Key. Deswegen wollte ich hier unbedingt den Supporter mitnehmen und ich habe Angel Goku mitgenommen statt 3 von Gotenks. Beide haben einen Dupe von mir. Gotenks macht mehr Schaden, so ist nicht, aber Angel Goku ist im Tag-Type und ja, Gotenks. Machen wir das so kurz. Gotenks vom Physisch-Type, dann wäre wieder ein bisschen zu Physisch-Type-lastig. Deswegen habe ich mal meinen. Ja, seht ihr, da fehlen die Key auf jeden Fall, Deswegen müsst ihr den mal so schnell wie möglich wieder mit unserem Boy Majin Vegeta zusammenbringen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall einen Supporter, einen zumindest, wollte ich dabei haben, der Key gibt oder auf Angriff. Und Death Boost im Janszeug, oder nur Angriff. Naja, sei es drum, Key ist hier in dem Fall wichtig. Gut! Ja, und an sich dauert es halt noch ein bisschen lange wegen den ganzen Animationen der Konter in dem Majin Buu Saga Team, das will ich nicht erzählen. Aber... Vegeta, das hat mich echt gewundert gerade, dass der ist. Ich habe überhaupt nicht mit der Transformation gerechnet. Überhaupt nicht. Boah. Ein Auto-Attack schon bei denen so krank. Extreme Z-Battle Goku, richtig geil. Falls ihr euch fragt, wann er wiederkommt, sollte eigentlich demnächst wieder kommen in sein Extreme Z-Battle. Wow. Nämlich, ungefähr. Oh, wir haben hier einen Dokkan-Motor dort. Falls ja, dann lass ihn durchlaufen. Ja, den müssen wir nicht aktivieren. Wir sind fast full life. Lass ihn einfach durchlaufen. Ich finde nicht, die lange Animation haben. Falls ich frage, wie gesagt, wann Extreme Z-Battle kommt von Dreifachen Goku, eigentlich so Zeitraum September, Oktober. Jetzt haben wir erstmal das von Broly. Kommt morgen, Freunde. Da bin ich echt gespannt, was da abgehen wird. Heute Nacht werden die In-Game Celebration News kommen. Zwecks Login Boni Special Mission und so weiter und so fort. Und dann am selben Tag morgens sollte
sein Extreme Battle kommen. Das werden wir dann auch direkt streamen. Deswegen hat er ein Auge auf. Momentan steht für Donner. Oh Gott, ich hasse Shenlong. Oh Gott. Deswegen steht im Streamplan momentan dran für Donnerstag spontan, aber sofern ich da weiß, wann das Ding genau released wird, das Extreme Z Battle momentan ist für 16. August 7 Uhr bestätigt, aber falls dann eine Wartung kommt, dann könnte das natürlich, kommt es dann nach der Wartung, deswegen war ich da noch drauf, ob da irgendwas reinkommt an News. Aber ich werde das aktualisieren, dann gehen wir so, sage ich mal, ja, je nachdem wann die Wartung ist, spätestens 12 Uhr morgens, sage ich mal, spätestens 12 Uhr am Donnerstag werde ich dann live gehen, by the way, ich bin so übertrieben nah gerade die ganze Zeit an der Cam, sag mal was. Ja, ich wollte dir was sagen, ich bin gerade so, yeah, geil, oh my god, was ist denn los, du musst dich konzentrieren. Ja, ich gehe mal einen Schritt zurück und dann tun wir uns mal neu positionieren. Wir haben hier auf jeden Fall... Ja, bitte. Ah, es dauert echt. Majin Buu-Saga Team wird lange dauern. Majin Buu-Saga Team wird lange dauern, wie es aussieht. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 10 Minuten oder so beim zweiten Gegner. Ich glaube, das wird lange dauern. Oder was sagt ihr? Schau mal. Aber wenn sie Schaden machen, dann machen sie... Oh nein. Der hat jetzt alle... Deswegen hasse ich Omega Shenlong. Der tut unsere Rotation... Der zerstört die Rotation komplett. Deswegen hasse ich ihn auf jeden Fall. Beziehungsweise das Event halt. Omega Shenlong, geil. Omega Shenlong. Ist richtig geil auf jeden Fall. Diejenigen, die lange dabei sind, kennen die Omega Shenlong Stimme. Yeah. Boah, Extreme Z Battle Goku. GG. Raus mit dir. Lego. Oh no. Allah. Sag mir, dass ich den Friend kann. Oh, den Friend kann. Oh, ich will den Friend nicht mal. Ich will den Friend nicht ganz nach links setzen, weil der Supporter wird richtig viel Schaden bekommen. Deswegen lassen wir das mal so. Scheiße, verdammt. Ja, Omega Shenlong, der macht, was er will. Ne? Schade. Jetzt haben wir haben die Koordination gerade hinbekommen. Jetzt müssen wir wieder zerstören. Ist so, was soll man machen? Boah, wie viel. Alter, 3 Millionen Schaden. Das wär's. Wenn der Supporter hier 3 Millionen Schaden rausholen würde. Na gut, Spirit Sword of Slash. Ja, Konter, ja, ihr merkt schon, guck mal, jetzt, meiner hat keine Crit-Konter, er hat keine Crit-Konter zur Verfügung, er kommt auch so, ja, sollte sich jetzt eigentlich steigern, weil er immer steigert, ja, ihr seht es ja, um 10% steigert es immer, jetzt der Friend mit Crits, das ist auf jeden Fall geil, wenn er die Crit-Konter fallen, vor allem bei dem Vegito, wenn der seinen Max-Stats hat, Stack von 100%, oh je, das wird wehtun, dann ist auf jeden Fall solide die Konter, dann macht er auch viel Schaden. Aber, ja, und er tankt auch sehr gut. Aber Auto-Attack, hier zum Beispiel, boom. Crit-Konter. Angriff sollte sich eigentlich steigern, wenn wir alles täuschen. Wir sind, denke ich, noch nicht bei 10. Ja, er steigert sich. Seht ihr, geil. Wir sind noch nicht bei 100%. Oh Gott. Warum nagelt er den da fest? Allah Jesus. Oh my God. Ja, wow. Okay, guck mal. Was bin ich denn für einer? Ich habe Bedenken. Wie kann ich Bedenken an unsere Boys LL Vegito haben? Ha? Wie? Sag mir! Ha? Komm mal, wie gut die das wegtanken, du. Echt krank. Aber. Können die zwei Dreifachen den hier rausnehmen? Komm schon, 1,7 Millionen. Kritte machen, irgendwas eskalieren, komm. Das war kein Crit, mein Freund. Das war kein Crit. Na gut, Freunde. Also, ich sag schon, nee, die 20 Minuten Marke schafft man nicht. Was sagt ihr? Nee. Die Dudes, die wollen ums Verrecken nicht kritten, gar nichts. Oh, Majin. Oh, Majin, wo warst du, mein Freund, mein ehrenwerter Freund, Majin Vegeta? Wir haben dich gebraucht, schön, dass du da bist. Und nun erhoffen wir schönen Crit. Oder Edition Ulti. Oder Eskalation. Einfach irgendwas, aber der tut ihn wahrscheinlich auch so rausnehmen. Oder Majin? Majin? 2,2 right off the back, man. Boom, zur Seite mit dir. Guck mal, da stand 2,2 Millionen Schaden dran. Er selbst kam dann nur auf 660.000. Das ist halt das, die Doken-Events, die sind tanky, Freunde. Da verzeihe ich euch nichts. Das ist ein wahres, das ist schon, sage ich, ja. Wir sind nicht mal X-Faktor oder so, das ist wahr. Doken-Events sind auf jeden Fall, die Gegner selbst sind tanky, haben Damage Reduction, machen mehr Schaden und so und so fort. Und dann gibt es spezielle Charaktere oder Linkskills, die das Ganze annullieren quasi. So läuft das mit den Doken-Events. Und das merkt ihr auch. Alright, fam, dann... Kommen wir auf den da hinten natürlich mal wieder auf keine Ulti. Ja, perfekt, doch. Alle Ulten hier, sehr gut. Könnte
Ja doch, der ist raus, der ist easy raus. Eine Runde, der ist raus. Der überlebt das nicht. Never. Vor allem wegen dem dreifachen Goku, der da am Ende lungert. Beauty ist geil, finde ich. Ich kann mich immer nicht mit dem seinen Konter-Animation anfreunden, weil, ey, er ist eine Ulti. Korrekt. Weil ich kenne es halt damals oldschool, like, er geht die Video, der kommt da, guckt auf dich herab und slasht dich zur Seite, der wirft so Kugeln auf dich. Hat alles seine Berechtigung, so ist es nicht, aber ich kann mich damit nicht anfreunden, weil ich jahrelang mit Vegito Agility gespielt habe, ne? Aber ist auch gut auf jeden Fall, der physische. Oh, war, komm. Oh, nice Dodge, okay. Und jetzt der zerstört er komplett. Wir sind jetzt so, was sagt man nur hier, 15 Minuten circa. Oh Gott, 15 Minuten. Eigentlich sollten wir mit Gohan schneller als mit den anderen zurecht. Oh ne, jetzt kommt Tech-Korn. Oder? Ne, physisch, danach kommt Tech. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, dann machen wir das Ganze so. Boom. Bam, bada boom, Rainbow Ops für Kakarotto. Bam, bada boom, pow. Alright, alright, alright. Majin, Majin, kritten Sie bitte den. Pff, 9. What? 2,3 Millionen auf 2,4. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich. Majin, wie geht's da mit 2 fucking Dupes auf? Wo bin ich angelangt? Ich kann mich ganz, ganz genau daran erinnern, als er geleakt wurde, ja, oder kam. Da lag ich in meinem Bett, damals sah mein Bett auf der anderen Seite. Bin aufgewacht, ein Auge schied so und dann sah ich Majin, dann wurde ich direkt instant wach. Und dann war's vorbei. Ab da wollte ich diesen Krank. Und das Geile war, ich hab's davor noch predicted. Ja, davor gab's LR Gohan und ich sag, wait, weißt du was, nix LR. Majin Vegeta sagt, Anski, was, warum? Ich hab's halt so ganz simpel gesagt. Gohan kam jetzt und nach Gohan kam Majin Vegeta. Beziehungsweise, ja, Majin Vegeta war der zweite, der dritte war Broly, aber. Ich rede gerade von JP. JP kam zuerst Gohan, dann Majin, in Global kam zuerst LR Broly und dann Majin. Aber eigentlich war der zweite Majin Vegeta, wenn ich mich recht entsinne. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du ganz einfach so nach der Reihenfolge, nach Gohan. Was war die nächste brutale Szene von Dragon Ball Z, wo quasi so die epischste Szene quasi, ihr wisst, was ich meine. Majin Vegeta, ja, Majin Vegeta, Majin, Majin. Und dann kam der Dude und dann haben die Dreams angefangen. Und das Brutalste war, dass mein Boy legit auf JP mit Hashtag 1 Singen Summon gezogen habe. Und er, boah. Hashtag 1 Singen Summon war das damals. Oh, wisst ihr, ich ihn gezogen habe zum ersten Mal? Majin Vegeta auf JP. Ich habe mich da beworben. Auf dem Praxissemester. Und habe so abends, nach der Bild war ich mit meinem Kollegen. Abends dann am PC noch gesetzt, das fertig geschrieben, wir waren auf Discord, mein Kollege, Nuckrock, Shoutout an dich, mein Boy, sollte auch demnächst wieder backkommen, er ist gerade unterwegs, in, ja, auf Trip, und Anski war dabei im Discord, damals sogar noch TS, glaube ich, und dann, ja, seht ihr, mit Gohan kommen wir gut zurecht, ja, perfekt, seht ihr, perfekt, genau, das war mein Ziel, sehr gut, sehr, sehr gut, okay, vielleicht wird das noch eine Bestzeit, aber nicht unter 20, aber eine Bestzeit. Und dann, anyway, bin ich so nebenbei, ich summon so, dann mache ich ein Single Summon bei Nacht. Meine Augen sind im Arsch, Kopf woanders an der Bewerbung. Ich schaue runter auf einmal. Nee. Ich sehe die Silhouette, ich schrei. Oh mein Gott! Ich schrei, fuck, und so, ich lache, ich schreie, bin am Boden. Die Jungs so, was los? Hast du was verkackt und hast was vergessen? Weil ich habe davor gesagt, ja, ich sende jetzt meine Bewerbung ab und dann wollte ich ein Single Summon machen als Belohnung. Und dann scheiße, die so, was ist, Alter, hast du was verkackt? Hast du irgendwas verkackt? Ich so, scheiß auf die Bewerbung! Ich hab Majin Vegeta gezogen! Alter, ich bin so getickt an dem Tag. Das war so geil. Das sind die LR-Pulse. Das sind die LR-Pulse. Wenn ein LR bei einem Single-Summon droppt, Hashtag ein Single-Summon, vertraut mir, Freunde, das ist ein LR-Pulse. Dann wisst ihr, oh mein Gott, ich hab gerade einen LR gezogen. Dann wisst ihr, oh mein Gott, krank. So, das. Kommt selten sowas wieder. Und dann, bis er mal auf Global kam, mein lieber Majin. Bis er mal auf Global kam. Da mussten wir schon kämpfen, Freunde, oder? Da mussten wir schon kämpfen, auf jeden Fall. Da mussten wir halt fett kämpfen. Das weiß ich noch, das weiß ich noch zu gut. Das weiß ich noch zu gut, als er brutal kämpfen musste für Majin. Der eine 1000 Stone Stream, der war geil, versteht mich falsch, in dem AGL-Banner. Damals noch kein JS, der das nicht gejobbt hat, auf jeden Fall wehgetan. Und, aber ich habe so quasi auf anderen Accounts, ich wisst ja, ich habe auf meinem Tablet-Account, auf iPhone,
Sex Notfall News oder so. Boah, 2 Millionen Crit. Auf den habe ich dann zweimal mal auf so Fan-Accounts, nicht Fan-Accounts, sondern so zwei Side-Accounts, sage ich mal, News-Accounts, habe ich dann zweimal Margin gezogen. Zweimal Margin aus dem Single-Sound. Dann lag ich nur so im Bett und dachte, ja, danke. Auf so einem Account kommt, aber auf Global nicht. Das hat mich auf jeden Fall übertrieben mitgenommen. Die Accounts habe ich dann auf jeden Fall verschenkt an euch, verlost. Aber dann, wisst ihr noch, und dann kam man dann in dem AGL-Wand zum ersten Mal. Neulich, das war nicht so lange her. Ist nicht mal ein Jahr, oder? Das ist legit nicht mal ein Jahr, vielleicht ein halbes. Ja, hier drücke ich durch, weil er Full Life hat. Und dann, krank, dann kam der wieder. Erster Dupe kam halt legit auch neulich erst. Und zwar... Boah. Da muss ich kurz überlegen. Beim dreijährigen Jubiläum, als die Typenbanner kam und ein Multi, da bin ich legit morgen aufgewacht und lachte mir, komm, jetzt zieh ich mal Jin. Bam, 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 bam. Und dann kam als 4 SSR. Und dann kam er noch im Stream, als den letzten gezogen, sein Featured-Banner. Und Broly kam auch. Ey, das war ein, versteht ihr? Die L-Pulse, die sind nicht nur geil LLC, sondern man hat auch quasi etwas, man verbindet damit was, weil man quasi eine Erinnerung damit shared. Und das ist richtig geil. Das ist richtig geil, so ein L-Pulse. Ist richtig geil, Mann. Das macht Dokkan aus, wenn ich ehrlich bin. Das macht Dokkan aus. To be honest. Aber gut, genug in der Vergangenheit geschwellt. Jetzt haben wir komplett den Faden verloren und die Konzentration. Wir wollen hier eine Bestzeit aufstellen. Was ist denn jetzt los? Haben wir irgendwas gesagt, geredet? Aber total. Edition Ulti, Margin Vegeta, my boy. Jetzt habe ich über ihn geredet und jetzt sagt er, hier komm, du hast recht, eine geile Zeit. Und dreifacher Goku auch. Die Rotation gefällt mir echt. Teilen sich echt so die Linkskills, was sie brauchen. Super Saiyan wichtig, Over the Flash wichtig. Ansonsten haben wir noch Saiyan Warrior Race hier mit dabei. Nehmen wir mit. Oh, keine Ulti. Komm jetzt hier. Ava! Hätte ich mit dem bloß geultet. Vielleicht hätte er ihn runtergenommen. Egal, Vegito muss das mit den Kontern klären hier. Bam, bam. Müssen wir auch nicht ulten, einfach kontern. Und gut ist. Zack. Trotzdem mal viele aufs einsammeln. Mitnehmen, das geht. Und dann kommen wir noch zu Super Vegito. Super Vegito. Fürs Battle, ganz klar, müssen wir auf jeden Fall vielleicht die Rotation ein bisschen ändern. Dass die zwei Dreifachen in einer Rotation haben mit 6 Fierce Battle. Okay, die Uhr sagt mir so 22 Minuten ungefähr. Ah! Nee, wird keine Bestzeit. Ah, schade. Okay, und zwar macht man das Ganze mal so. Boom. Du crash mal den an. Boom. Und du crash mal auch den an. Let's go. Schade, Final Explosion wäre hier ideal, hätten wir das bekommen. Aber da fehlt natürlich die Key. Hätte ich in die Mitte gestellt, wäre es auf jeden Fall solide. Aber ich will die 4 Spell-Rotation hier behalten. 1,3 hier, Millionen für unseren Boy Angel Goku. Mit einem Duke kommt, kriegt er den zur Seite rein. Hi News. Was, der jetzt echt überlebt. Okay. Ja, bin zur Seite mit dir. Und der schließt dann noch ab. Nice, Final Impact. Alright. Ihr merkt schon. Super Video ist. Ja, ich will mal nicht vorleg sein. Kann auf jeden Fall auch dauern, dass die. Ja, so ist es nicht. Aber ihr habt meine Mangels, die ich am eskaliere. Oh, schade. Es sind immer am Anfang oder so, verlieren wir 1-2 Minuten. 1-2 Minuten verlieren immer am Anfang. Schade. Dann haben wir jetzt immer ein bisschen länger. Ich rip! Komm jetzt hier. Slash den zur Seite. 2,2 Millionen. Final Strategy, oder wie heißt die Ulti Nummer? Final Strategy, I guess, yes. Leider war es doch nicht so final. Denn er hat sie überlebt. Man doch nicht so final, er hat sie überlebt, okay. Oh my god. Komm jetzt sie, bitte! Okay, ich darf nicht ausrasten. Alles gut. Danach ist er down. Nimm jetzt alles mit. Ja, danach haben wir noch 2 Runden. Die 2 Runden werden wahrscheinlich schnell gehen. Wegen 4 Battle.
Falls du dich fragst, warum Fierce Battle, Fierce Battle? Fierce Battle ist der Linkskin, der quasi vermehrt Schaden gegen Super Vegeta macht oder überhaupt dafür sorgt, dass sie Schaden macht. Denn ohne Fierce Battle bekommt Vegito kaum Schaden. Es gibt zwar Charaktere, die das ohne Fierce Battle trotzdem übertreffen, aber das ist nur der Fall, weil sie quasi an sich sehr, sehr hohe Stats haben. Ihr seht schon zum Beispiel die zwei Vegitos, die leuchten hier auf orange, deswegen signalisiert uns, Fierce Battle ist aktiviert. Die werden die auf jeden Fall weghauen. Konter, komm mal. Zack, boom. Okay, beruhigt euch nicht mit Konter, sondern mit Super Attacks. ihr merkt schon. Er hat trotzdem, dass er Fierce Battle hatte, kam sein Konter nicht mal durch. Es gibt nämlich, ich weiß nicht, wie die Grenze ist, aber es gibt eine Grenze ab, dann machen wir quasi Schaden gegen ihn, auch mit Fierce Battle. Das wird er durchkommen, ja, kommt durch. Additional, ey, korrekt, das kommt auch durch. Oh, nice Crit. Aber die Konten sollten eigentlich demnächst durchkommen, weil wir immer unsere Angriff steigern. Und für 1 Million Konter? Ja, seht ihr, Fierce Battle Crit. GG. Und der sollte den. Ah, Typen nachteilen. Aber der sollte mehr oder weniger zur Seite hauen? Ja, perfekt. Ja, leider, nee, das war keine bessere oder so. Wir sind wieder bei 15, 16 Minuten. Das sollte ja eigentlich nicht überleben. Eigentlich hoffentlich. Angel Goku leider auch keinen Rank. Oh Gott, wir müssen ihn umhauen, sonst haut der uns um. Also ja, mit Outer-Ex nicht, aber wenn er ultet. Wenn er ultet vielleicht. Jetzt schauen wir mal, was abgeht. Warte, der ultet. Ja, okay, doch. Ja, alles gut. Komm, Dragon Fist. Leider kein Crit. Warum hab ich so gelacht? Ist egal. So, Super Dragon Fist. Was ist denn das für ein Name? Der Fist, den zur Seite geht. Ciao. Alles klar. Wir sind wieder zurück. Siehst du, der kommt überhaupt nicht durch. Leute, bitte. Haben wir uns am Ende nochmal transformiert, soll mir recht sein, zum Abschluss, aber ihr merkt schon, das tut unsere Zeit verlängern, dennoch beenden wir das Ganze mit unserem Boy, auf jeden Fall, leider nicht, keine Bestzeit, gar nichts, Average, Durchschnitt, 25, 26 Minuten, verdammt, vielleicht sollte ich echt mal hier versuchen, Platz auf mein iPhone zu schaffen. Ich bin mir sicher, auf dem iPhone geht's schneller, Freunde, soll echt keine Ausrede sein, aber ich bin mir schon sicher, dass wir da zumindest 3 Minuten sparen können, weil die Animationen auf dem iPhone, die laufen, also versteht mich nicht falsch, bei so anderen Android-Geräten bestimmt auch, bei mir nicht, beim Noxplay schon ticken langsam, merke ich, aber was soll man machen, so läuft das Ganze. Das hat schon lange gedauert, was haben wir für eine Zeit, 27:28 oder so, 27:50, RIP. Anyway, Freunde, neue Item Challenge mit dem Majin Buu Saga Team war das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Tag Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.